ist schön. Ihr seht auf den Hochsitzer, ne? Zusammen. Es ist 5.30 Uhr und wir sind hier auf einer Wiese in der Region Lippe. Heute geht es um nichts Geringeres als Leben zu retten. Und zwar das Leben von Rehkitzen. Und wie das genau geht, das zeigen mir heute Schülerinnen und Schüler der AG Save the Kids. Ich bin Felix Schuler, ich bin 15 Jahre alt und ich bin seit 3 Jahren bei der AG. Das Projekt ist auf der Basis entstanden, dass Landwirte dazu verpflichtet sind, ihre Felder abzusuchen bzw. Wiesen, wenn sie mähen, um Rehkitze zu retten, dass sie nicht übermäht werden. Daraufhin wurden dann diese Drohnenmodelle entwickelt und damit können wir die Landwirte unterstützen und für sie diese Arbeit übernehmen. Hi, ich bin Amelie, ich bin 16 Jahre alt, gehe in die 10. Klasse und mache das hier schon seit 3 Jahren. Meine Motivation ist es einfach, die Kitze vor dem Mähtool zu bewahren, nur leider habe ich bis heute noch keins gefunden. Hallo, ich bin Johann, 17 Jahre alt, ich bin bei uns Drohnenpilot. Mir macht es besonders viel Spaß, mit unserer Technik dann wirklich Rehkitze zu retten. Dass die Technik quasi die Natur unterstützt. Auf diesem Bildschirm hier sehe ich, was Johann gerade mit der Drohne drehtig unterwegs ist. Da vorne sehe ich sie auch. Johann, wie suchst du das Feld genau ab? Also wir haben eine Drohne, die ist ausgestattet mit einer Wärmebildkamera. Ja. Und die fliegt jetzt automatisch dieses Feld ab. Okay. Und diese Route, die jetzt abfliegt, habe ich gestern noch einprogrammiert. Und dann fliegen wir in Bahn immer dieses Feld ab, um dann einen Rehkitz aufzuspüren. Warum macht man das denn so früh? Das machen wir wegen unseren Wärmebildkameras. Wenn wir jetzt länger warten würden und das zum Beispiel mittags machen würden, dann würde das nicht funktionieren, denn die Wiese wärmt sich natürlich auf. Und dann würden wir einfach nichts mehr sehen, weil die Differenz zu klein wäre zwischen Kids und der restlichen Wiese. Dafür lohnt sich das früher aufstehen. Hier, so sehen die Punkte dann aus. Genau. Aber das sind wir. Ihr könnt alle zurückkommen. Wir sind auch schon durch mit der ersten Fläche. Oh. Die wird jetzt gleich automatisch landen. Hier vorne wahrscheinlich. Mhm. So, auf zum nächsten Feld. Jetzt warten wir auf unser Kommando und dann geht's weiter mit der Suche. Da ist das das was? Da links im Bild ist etwas. Da ist was. Genau, und wir gehen. Ja! Ja! Die Drohne stehen geblieben. Das heißt hier. Ah! Oh, da ist es! Oh, da ist es! Er ist abgesprungen, aber sitzt noch im Kopf. Auch da ist es! Ich heule gleich, es ist schön. Ach, Baby! Ach Gott, guck mal. Ach, sie erschreckt mich. Wir wollen dir nur helfen. Ja. Tschüss. Wenn die Rehkitze ein bisschen älter sind, dann können sie von alleine auch weglaufen. Wenn sie zu klein sind, bleiben sie aber liegen, oder wie? Genau. Warum springen die Kleineren nicht ab? Weil sie einfach zu klein sind und warten auf ihre Mutter, bis sie da ist. Oh. Nicht mit fremden Leuten mitgehen, immer schön auf Mama warten. Auch bei den Rehkitzen so. Wo ist denn eigentlich die Rehmutter? Ich glaube, die sucht Essen. Ach so. Und warum legt die die dann nicht hier irgendwo ab? Weil die nicht mitnehmen kann. Dafür sind die einfach zu klein. Und es ist an sich eigentlich ein relativ sicherer Platz. Ich meine, wenn man jetzt mal hier gucken würde, man würde es nicht sehen. Ja. Wir hätten es ja auch so nicht erkannt. Da ist noch was. Okay, wir müssen zur nächsten Station. Hier sehe ich was. Wer kann es sehen? Das heißt, wenn das jetzt nicht alleine abspringt, was machen wir jetzt? Also wir stecken dann diese weißen Pfähle da rein, um sie zu markieren. Am Ende packen wir sie in die Kiste und der Bauer setzt sie danach wieder an Ort und Stelle. Ah, hier, ja. Das ist tatsächlich ein Reh. Danke. Da vorne liegt es zusammengeknüllt. Amelie markiert.
Keine Chance für den Landwirt, das zu entdecken. Keine Chance. Wir sehen das ja jetzt nur, weil wir ganz nah dran sind. Habt ihr alles? Ja, sollen wir mit der Bergung schon beginnen? Handschuhe habt, Gras und Karton. Da könnt ihr das eigentlich machen. Verstanden. Wir haben extra Handschuhe bekommen, damit das Kids den Geruch von uns nicht annimmt. Ich würde das auch so gerne machen, aber du machst das schon viel länger hier bei der RG, deshalb mach du's. Du kannst es natürlich auch machen. Nein, mach du's. Okay. Okay, Handschuhe an. Hier, das jetzt in beide Hände aufteilen. Hier, kannst reicht schon, reicht schon? Ja, das reicht schon. Wenn du das ich jetzt glaub, in beide Hände... Ich glaube, ich krieg das Tier sonst gar nicht gegriffen. Ach so, stimmt. Gut, Felix, du passt auf, ne? Warte mal. Es liegt aber ganz... Wie soll ich da jetzt am besten rangehen? Geh mal von der Seite ran. Jetzt passt du rechts von dem Kopf und links auf der anderen Seite vom Bauch ran. Pack richtig rum, auch nach unten. Das regnet, ja. Save the kids. Wir haben noch ein Rehkitz gefunden. Ich flippe aus. Also es hört uns auf jeden Fall. Sie hat reagiert, ne? Och, es ist mini. Darf ich das nehmen jetzt? Ja, Handschuhe anziehen, Gras sammeln und dann kannst du es nehmen. Heute ist offiziell der schönste Tag in meinem Leben. Okay, kein Geruch annehmen von. Ich bin jetzt aufgeregt, ne? Mein Puls. Das ist mein Herz. Mein Puls ein bisschen runterbringen. Könnte ein bisschen zappeln, also ja, genau. Schön festhalten. Ich bin Rehkitzretter, Anfänger. Bereit? Genau. Ruhig so fest anfassen, dass es nicht runterfallen kann. Also das bleibt jetzt im Karton, bis die Wiese abgemäht wurde und danach wird es wieder ausgesetzt, dass die Mutter wieder zurück zum Kitz kann und es versorgen kann. Hallo, Mann, Ihnen gehören ja die ganzen Wiesen hier und Sie haben die Schülerinnen und Schüler von Save the Kids gerufen, richtig? Richtig, das machen wir jetzt schon das vierte Jahr, ja. Wie haben Sie es denn davor gemacht? Mit Manpower. Ja. Wirklich mit 6, 8 Personen die Wiese abgelaufen, abgesucht, ob wir irgendwo einen Rehkitz finden. Man geht da 1 Meter nebenher, man sieht das Kitz nicht. Nee, man sieht es wirklich nicht. Und der Fahrer hat keine Chance. Bei der Geschwindigkeit, bei der Arbeitsbreite, ja. Er sieht das Tier nicht in dem hohen Gras. Gucken Sie sich das von oben an, ja. Wie gewaltig die Maschine ist. Ja, Wahnsinn. Nee? Wenn man so nah davor steht, dann merkt man das noch viel mehr. Die kleinen Dinger, da hat man gar keine Chance, hier irgendwas zu erkennen. Wenn, dann ist es zu spät. Das ist richtig gut, dass es die AG gibt. Die sollte es viel öfter geben in ganz Deutschland. Also alle Lehrerinnen und Lehrer, die das jetzt gerade irgendwie sehen, macht so eine AG auf. Und Schülerinnen und Schüler, fragt eure Lehrer einfach mal, weil das ist angewandter Unterricht und vor allem rettet das wirklich Tierleben.
Wie viele Teams waren heute im Einsatz? Insgesamt waren 10 Teams unterwegs und an 10 unterschiedlichen Orten. Und wie ist unsere Bilanz, Felix? Es wurden 21 Rehkitze gerettet, 3 Feldhasen und ein Fasanküken wurden entdeckt. Mega, was für eine krasse Zahl, muss man sich vor Augen führen. Wir haben Leben gerettet und für uns war es heute ganz besonders, denn wir haben das erste Rehkitz in unserem ganzen Leben gefunden. Ja, deine Premiere, Amelie, meine Premiere. Wir sind voller Glücksgefühle und freuen uns für die ganze Rehfamilie. Das war Kika Live für heute. Bis dann. Tschüss.